Oh, Bro, Unmensch. Chat, ich hab gestern verkackt, Mann. Holy shit, Alter. Ich hab gestern gekocht, Bruder, und das war Arsch. Oh mein Gott. Es war nicht Arsch, aber es war versalzen, sein Urgroßvater. Ich habe gestern ein neues Rezept Kevin, ausgerufen wenn du von, morgen den ausprobiert Stream von startest. TikTok. Und ich weiß nicht genau, ob die da irgendwie in Amerika anderes Salz haben oder irgendwie andere Brühe oder so, die weniger salzig ist von Haus aus. Aber Bro, wer auch immer bei diesem Rezept, was ich da gemacht habe, 2 Tablespoons Salz reingeschrieben hat, Gib der nach soll drei sich mal Jahren ein kräftigst Update gehen, geben und Alter. den Das Song wird Essen für war immer so auf scheiße Spotify salzig, Digga. Also ich weiß nicht genau, wie es euch geht, Freunde. Ich bin jemand, ich esse sehr gerne sehr salzig. Ich habe, würde ich schon sagen, ein Salzproblem. Es geht, aber es ist noch im Rahmen, aber ich esse schon tendenziell lieber Salz als die Average-Person. Freundin und ich Es haben war uns trotzdem zu gestern salzig, Bro. getrennt. Es war kranke Plätzchen mit Scheiße, Mann. Mental Ami-Löffel Pillsüppchen. sind kleiner. Na, laber Scheiße. Tablespoon ist Teelöffel. Ah, danke, Digga. Hab ich Tablespoon gesagt? Teaspoon halt. Er hat hundertprozentig Esslöffel genommen. Nein. Oh mein Gott, Digga, als ob ich 2 so heftig große Esslöffel Salz da reinmache. Habe Wollt ihr eine mich Playlist für verarschen? dich Bro, wir gemacht. sind hier nicht bei Hoffentlich Revit gefällt TV auf dir. dem Channel. Die denken, eine Prise Salz ist ein halbes Kilo, Bro. Ich hab da schon zwei Teas. Sorry, ich hab mich nur versprochen. Teaspoons. Es waren 2 Teaspoons. Bro, es war kranke Scheiße, okay? Was soll ich euch erzählen, Mann? Das Essen war krass Hättest das salzig. kochen Aber sollen, wir haben als das hier erstes gemacht. kochen. French Soup Pasta. Ah, sorry, mein Internet ist nicht ganz so schnell heute. Top, das I hier. am not exaggerating when I say Sheck Eats French Onion Soup Pasta recipe is life-changing. There is life before the pasta and life Ja, after the pasta. I will okay. link his original recipe below, but please, if you do anything, just make this. Bruder, ich hab da 3 Riesen-Zwiebeln geschnitten, The Junge. recipe starts with Dann, guck mal, die macht das so handmäßig so rein. Ich habe aber dann gedacht, okay, ich mach's genau nach caramelizing Rezept. some onions and you add white wine to them and Ja. cook them for a while. It took Guck mal. Sie zeigt jetzt hier das Rezept. write the recipe out, but here it is if you 2 Teaspoons. Hier steht sogar, ich glaube, TBSP soll Tablespoon heißen, oder? Das wäre ja noch mehr. Vielleicht habe ich auch Tablespoons genommen, aber es stand hier auf jeden Fall 2. Also, ich habe eigentlich alles genauso gemacht wie Rezept. Also, hätte ich den kleinen Löffel genommen, hätte ich ja weniger Salz im Rezept gehabt. Das wäre ja noch kranker dann. Also, ich habe wahrscheinlich, vielleicht meinten die aber auch Weißwein. Aber hier steht halt 1 Cup White Wine. Also denke ich, und das 2 Tablespoon zeigt für meine Verhältnisse auf das Salz. Oder hier steht noch Add Salt. Oder das würdet ihr doch auch so verstehen. Das heißt für mich 2 Tablespoon Salz. Digga, ich habe noch nie in meinem Leben Zwiebeln karamellisiert. Deswegen dachte ich, okay, keine Ahnung, Bro. Vielleicht ist das Salz irgendwie mega wichtig, um irgendwie das Wasser da rauszuziehen. Mann, Bruder, keine Ahnung, Bro. Bin ich Tim Melzer, sein Urgroßvater? Kein Plan. Also dachte ich halt, okay, mache ich halt so. Ja, und oh mein Gott, sah schon echt geil aus. Also vom optischen her war es geil, Freunde. Das waren so richtig. Ich habe da eine Stunde gestanden. Eine verfickte Stunde, Bro. Und hab nur umgerührt, Bruder. Damit diese Zwiebeln karamellisieren, Jungs. Auf Stufe 3. Checkt ihr das? Eine verfickte Stunde auf Stufe 3. Bro, und dann am Ende sieht es halt so aus. Sieht halt überräudig aus, aber schmeckt richtig geil an sich. Also hätte es ein bisschen weniger Salz gehabt, wäre es mega fresh gewesen. Also kann ich empfehlen, nur macht nicht ganz so viel Salz rein, you know? Tablespoon Salz macht schon Sinn. Ja, aber 2, Bro, das war richtig viel. Es war richtig, richtig salzig. Hast du das Video aber nicht gesehen? Doch, Shorty, ich habe das Video gesehen. Doch, alright. Aber in ihrem verfickten Rezept, Bruder, steht drin 2 Tablespoons. Ich kann nichts dafür, dass diese Frau das da falsch runtergeschrieben hat. Die hat meinen Abend ruiniert, Mann. Hier die genauen Mengenangaben. Ja, dann damit muss sie das Salz gemeint haben. Weil 1 Cup sind, glaube ich, 125 Milliliter. Und so viel hat sie auch ungefähr im Video reingemacht. Das heißt, die Tablespoons waren für Salz. Schick Link, ich bin jetzt Hater von der. Naja, keine Ahnung, scheiß auf die, Mann. Aber so, abgefahren, scheiße, Real Talk. Guck beim Original. I am not exaggerating when I Ja, say das kann man hier nicht anklicken. Man karamellisiert doch mit Zucker. Man karamellisiert doch mit Zucker, Bro. In den Zwiebeln ist schon so viel Zucker drin. Man braucht keinen Zucker adden. These French onion soup noodles are sacrilege on so many levels and also kind of the best thing ever. Over the years I've seen a few recipes with this concept, although a lot of them Ihr könnt alle Fragezeichen schreiben, aber es ist die Wahrheit, ihr Vollidioten. add heavy cream or cream cheese, which don't get Nein, schreibt alle Fragezeichen, ihr Idioten, alright?
Die geheime Zutat für karamellisierte Zwiebeln ist Geduld. Ich kenne sie vor allem von Omas Kässpätzle und auch Maultaschen. Sie passen aber auch richtig gut zu Steak, Zwiebelsuppe oder auch Burger. Erstmal brauchen wir Zwiebeln. Viele Zwiebeln. Die schrumpfen nämlich ganz schön zusammen, wenn sie erstmal mit der Hitze in Berührung kommen und ihr Wasser verlieren. Und dann vor allem Geduld und gute Butter. Die Pfanne ist nur auf niedriger bis mittlerer Hitze. Sehr wichtig. Eine zu hohe Temperatur ist nämlich der Nummer 1 Grund, warum dieses Vorhaben oftmals in die Hose geht. Braucht ihr karamellisierte Zwiebeln für ein Rezept? Dann startet immer zuerst damit. Denn das kann schon mal bis zu 30 Minuten oder sogar länger dauern. Und ein bisschen Hintergrundinformation. Zwiebeln enthalten relativ viel Zucker. Der karamellisiert langsam während des Kochprozesses und sorgt so für den Opfer. Don't get me wrong, are delicious, but are ingredients in French onion soup. And using some actually Italian techniques, I was able to get that creamy texture without them. The first step is to caramelize okay, your guck onions. Mal, er macht die Zwiebeln rein. That I do like okay, is to Wein add hab ich gemacht. A little bit of water, or I'm using wine in this case ja. At the beginning. Guck mal, er macht über viel rein. Over. Ah! Bro, das ist aber ein anderer Löffel. Zwei. Oh mein Gott, sie hat einen Fehler gemacht. Hier steht 2 Teaspoon. Hier in der Beschreibung steht 2 Teaspoon. Bro, sie hat sich verschrieben. Digga, ich, TBSP sind Tablespoon und TSP sind Teaspoons und sie hat TBSP geschrieben. Ah! Bro, sie hat sich verschrieben, sie hat sich verschrieben, sie hat sich verschrieben. BH-Größen gegoogelt, hinten und weg. Bro, ich war auch so, ich hab dem Ganzen so vertraut, weil wir haben so ein Naomi John Video geguckt, wo die das gemacht hat und sie meinte, es war überlecker. Und ich habe ihr geschrieben und sie meinte, sie hat diesem Rezept gefolgt, diesem TikTok. Und deswegen habe ich auch genau diesem TikTok gefolgt, was ich euch gezeigt habe als erstes. Oh mein Gott, jetzt ich verschrieben, Bro. Bruder, willst du mir erzählen, dass du von der Frau die abgeguckt hast, statt von dem weitaus besser aussehenden Official Video? Idiot. Ja, ja, weil genau wegen der Begründung, was ich gerade meinte, wegen Naomi John. Ich dachte halt, diese Frau in dem TikTok hat es noch irgendwie so verfeinert, you know? Ich dachte, die ist dann noch mal mit, kommt jetzt nochmal mit den geheimen Ultra-Strats um die Ecke. Deswegen muss ich das machen. Nein, das ist nicht meine Schuld, Rita. Also, entweder diese Frau ist schuld oder Naomi ist schuld. Aber einer der beiden ist schuld. Mann, scheiße, Mann. Bruder, es war so scheiße. Marsha meinte, ihr ging es gar nicht gut danach. Weil da so viel Salz drin war. Bruder, ich habe einfach die vierfache Menge an Salz dadurch verwendet. Durch den einen Rechtschreibfehler von ihr. Case at the beginning and then cooking it over high heat until it evaporates and that just kind of gets der Rest war so geil. Temperature up and like initiate the cooking process. Guck doch, wie geil das aussieht. Provence and garlic after all of und ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher. Ach, das steht hier aber auch. Bro, ich sollte da 8 Knoblauchzehen reinmachen. Digga, ich hab da einen ganzen Knoblauch reingemacht, basically. Bro, das war crazy. The liquid evaporated and then after an hour. TSP ist Teaspoon, danke Josh, Bro. Ich weiß, okay? Die Frau in dem ersten TikTok, was ich euch gezeigt habe, hat aber TBSP geschrieben. Auch manchmal oh, Mann, das f*** mich so ab, wirklich. Du kannst doch in kein Gericht 2 fucking Esslöffel Salz reinknallen. Bro, ich dachte, ich habe mein erstes Mal, Bruder, ich hab da auch 3 Zwiebeln reingeknallt, Bro. Was weiß ich denn, wie viel Salz da rein muss, Digga? Vor allen Dingen, man kocht die Nudeln in der Pasta, you know? Guck mal, man geht hin und macht die Nudeln halt da rein, checkt ihr? Und ich dachte halt, okay, alles klar, es muss halt ein bisschen salziger sein, weil die Nudeln das ja irgendwie so aufsaugen oder irgendwas. Kein Plan, Mann. Bruder, diese Frau hat hier TBSP geschrieben und es f***t so ab. Dieses eine B, Bro. Ich wurde gef***t von einer B. Von einer B. Ein B hat mich gef***t gestern. Ein B hat gestern meinen Arm ruiniert, Chat. Ich muss auf Toilette. Ach, Digga. Okay. Also, Bruder, ich check schon, dass sie da Rechtschreibfehler gemacht hat. Aber, Junge, das ist doch gesunder Menschenverstand, dass oh, man keine Zweifel... Oh, mein Gott, ja, ihr habt es alle gecheckt, oh, mein Gott. Bro, das Einzige, was ihr kochen könnt, Chat, ist eine Ja-Pizza mit 3 Basilikumblättern, die ihr on top geaddet habt. Jetzt haltet mal eure Fresse, Bro. Da ist ein Rezept, es hat 165.000 Likes, Bro. Und die Frau meint, es hat ihr Leben verändert. Bruder, ich vertraue dieser Person. Das ist dann mit kreativen Kochen. Bleib lieber bei diesem Streaming-Zeugs hier. Wow. Ich wurde gef***t, Bro. Ich wurde gef***t. Real Talk ist nicht mein Fehler. Digga, ich wurde von einem verf***ten B gef***t. Ist das krank? Ich dachte zwischendurch sogar, soll ich dieses TikTok hier nehmen? Our, which, by the way, is the Ich habe sogar noch parallel ein anderes TikTok geguckt, aber ich habe die Salzangabe von der Frau genommen. For caramelized. Weißt du, wir leben in einer Zeit, Bro, wo man easy in eine Notizen-App gehen kann und irgendwas ausschreiben kann. Die Frau schreibt mit Kugelschreiber auf.
und sagt so, hier, ich zeig's euch kurz, damit ihr euch einen Screenshot davon machen könnt. Bruder, warum habe ich der Vertrauen? Wie dumm. Also deine Onions, Mom hat sich really nicht beschwert, wenn ich für sie gekocht hatte, Julemon. Ja, aber an sich war es gestern nice mit Marsha. Wir waren bei Ikea, haben ein bisschen was eingekauft, haben uns dann beide einen Hotdog gefetzt. Wie sauer es mich als Küchenchef macht, wenn jemand behauptet, man macht keinen Zucker zu Zwiebeln beim Karamellisieren. Da bekomme ich direkt Flitzekacke. Bro, ich kann nichts dafür, dass du in einem, weiß ich nicht, 1 von 5 Sterne Google-Rezension den kochst, Bro. Anscheinend benutzt man keinen Zucker. Jedenfalls muss man es nicht. Bro, die waren auch wirklich lecker. Es war nur zu viel Zucker. Da kommt nichts ran, FR. Alright. Also ich habe auch beides gesehen. Zu viel Salz, meine ich. Du bist wie alle anderen Leute auf TikTok. Blöd. Also ich habe auch beides gesehen. Es gab Leute, die haben karamellisiert mit Zucker. Es gab Leute, die haben es ohne gemacht. Aber es geht beides anscheinend. Wahrscheinlich ist es je nachdem, wie stark es karamellisiert sein soll. Ich glaube, es geht da um das Level. Aber Zwiebeln haben selber schon viel Zucker. Okay, da muss ich mich auch nochmal als Koch einmischen. Es ist zwar etwas okay, wenn man ein wenig mehr Salz dran knüppelt an die Zwiebeln, aber 2 große Löffel ist doch schon etwas viel für 3 Zwiebeln. Ich weiß! Aber es stand in dem Rezept drin! Bro, wenn ihr einen Kuchen backt und ihr packt alles da rein, dann denkt ihr doch auch nicht, oh mein Gott, vielleicht sind 400 Gramm Mehl zu viel, Bro. Ich sollte 300 reinmachen. Man macht einfach die 400 Gramm rein, die dann im Rezept drin stehen, Bro. So funktionieren Rezepte, Junge. Bro, alle, die doch schreiben, wohnen bei ihrer Mom und lassen sich bekochen, Bro. Und gleich kommt Mama und sagt, Leon, Essen ist fertig, Bro. Dann geht ihr runter, holt euch das ab. Ihr habt noch nie in eurem Leben gekocht. Haltet mal eure Fresse jetzt. Jesus Christ. Ist das krank. Naja, auf jeden Fall, der Tag gestern war chillig. Wir haben gestern bei Ikea gechillt. Hotdog gefällt, was haben wir noch gemacht? Bisschen ausgeschlafen und abends haben wir noch Trash-TV geguckt. Wir haben Germany Shore geguckt, Bruder, das ist keine Scheiße, Mann. Die haben anderen Schaden. Hättest das hier kochen sollen? Trust? Ich wollte gerade. Bruder, was ist das? Mein Joghurt hin und guck, was. Oh, Bro. Was ist das, Alter? Ich wollte gerade mein Joghurt. Bro, was zum. Ist das, Bro? Du hast nicht nur die Formel 1 Community gegen dich gehetzt, sondern jetzt auch die Köche. Ja, wir haben mich ja vorhin erzählt, dass ich gestern gekocht habe und verkackt habe. Das bist quasi du mit dem Rezept. Mann verlässt sich auf Navi und landet mit Auto in der Elbe. Oh mein Gott. Bro, da stand 2 Tablespoons Zucker, Bro. Sie hat sich verschrieben und meinte Teaspoons. Ich habe einfach nur 1 zu 1 gemacht, was sie geschrieben hat, Bro.